Gemeldet wurde gegen 17.40 Uhr ein Gebäudebrand der Stufe F3. Das heißt eben halt schon ein Gebäudebrand in größerer Ausdehnung. Als die Kräfte eingetroffen sind, stellte sich allerdings heraus, dass wir hier lediglich einen Küchenbrand bzw. einen Herdbrand vorgefunden haben. Ein Trupp ist unter Atemschutz eben halt ins Gebäude vorgegangen und hat dieses dann eben halt festgestellt. Die Meldung war von vornherein, mehrere Personen im Gebäude. Die Feuerwehr hat im Gebäude dann bei diesem Küchenbrand zwei Personen vorgefunden. Ein ansprechbares Kind mit Verdacht auf Rauchgasinhalation wurde an den Rettungsdienst übergeben und ebenfalls eine erwachsene Person, die leider nicht überlebt hat, wurde ebenfalls an den Rettungsdienst übergeben. Das Feuer wurde schon vor etwas längerer Zeit, gegen ca. 17 oder kurz nach 5 von einem Nachbarn wurde der Rauchmelder gehört. Allerdings hat das noch keiner für bare Münze genommen gehabt. Erst ca. 20 bis 30 Minuten später, da der Rauchmelder überhaupt nicht mehr aufhörte oder erneut losging, wurde eben halt dann die Feuerwehr alarmiert. Von der Feuerwehr wurde eben halt das Brandmittel sozusagen beseitigt, dass es nicht weiter auf dem Herd schmoren oder eben halt brennen konnte. Das wurde eben halt beseitigt und danach wurde das Gebäude gelüftet. Die Polizei oder die Polizei vor Ort bzw. die Kripo hat hier weitere Ermittlungen aufgenommen.